von der nordirischen Fußballlegende George Best ist der legendäre Spruch überliefert: Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst. Die Stars von heute beschäftigt seit geraumer Zeit ein neues Laster abseits des Fußballplatzes: Computerspiele, insbesondere der Battle Royale Shooter Fortnite, mit offenbar immer drastischeren Folgen. So soll das teils nächtelange Zocken immer häufiger negative Folgen auf die Leistungsfähigkeit haben. Auch Disziplinlosigkeiten wie verspätetes Erscheinen zu Trainingseinheiten sollen sich häufen. Premier League-Spieler wegen Fortnite in Therapie. Im britischen Mirror hat sich der angesehene Suchttherapeut Steve Pupp, der unter anderem auch schon als Psychologe für Vereine wie Manchester United und den FC Burnley gearbeitet hat, zu der Thematik geäußert und dabei unter anderem zu Protokoll gegeben, dass sich sogar Premier League-Profis bereits wegen ihrer Spielsucht bei ihm in Therapie begeben haben. Ich arbeite im Moment mit rund 50 Spielsüchtigen. Mindestens ein Viertel davon sind Fußballer, alle von ihnen spielen Fortnite, erklärte Pupp, der aber auch eingestand, dass nicht alle Spieler unter ihrer Gaming-Leidenschaft leiden. Laut Mirror soll beispielsweise Stürmerstar Harry Kane von Tottenham Hotspur seit Juli 2017 satte 3.362 Fortnite-Sessions absolviert haben, seine Teamkollegen Dele Alli 4.437 und Kieran Trippier 3.760 sogar noch mehr. Dennoch zählen die drei Engländer nicht nur im Verein, sondern auch in der Nationalmannschaft zu den Leistungsträgern. Dennoch warnt Pupp vor den Gefahren der Gaming-Sucht. Während Alkohol, Drogen und Wettsucht im Fußball unter Beobachtung stehen, fliegt Gaming unter dem Radar. Fortnite-Sucht als Gefahr für Profikarriere. Wie gefährlich das Spiel innerhalb kürzester Zeit werden kann, zeigt das Beispiel eines anonymen englischen Zweitliga-Profis, der im Mirror zu Wort kommt. Er habe erst im November begonnen, Fortnite zu spielen und bald darauf ganze Nächte mit 10-stündigen Zocker-Sessions verbracht. Das habe dazu geführt, dass er des Öfteren am darauf folgenden Tag angesetzte Trainingseinheiten verpasste. Dass Stars wie Kane und Co. sich ebenfalls für das Spiel begeisterten, habe ihn weiter angestachelt. Einer meiner Freunde hat mit Harry Kane gespielt, dann habe ich gesehen, wie Dele Alli einen Fortnite-Tanz beim Torjubel machte. Die ganze Welt schien sich um Fortnite zu drehen, inzwischen sei er bei Suchttherapeut Pupp in Behandlung und habe seine tägliche Fortnite-Zeit auf dessen Empfehlung hin auf 2 Stunden minimiert. Professionelle Gamer verbringen im Übrigen rund 8 bis 10 Stunden am Tag vor dem Bildschirm, aber auch sie bleiben nicht von den Nebenwirkungen ihrer Leidenschaft verschont, sie werden jedoch häufig durch Sportpsychologen unterstützt, um einen angemessenen Ausgleich zu finden. Thank you.